erfolgreich handeln, aber wie? Ja, wenn das so alles entspannt wäre, wie wir das hier immer darstellen, auch hier wahrscheinlich bei den vielen anderen Vorträgen, dann können wir ja eigentlich nur noch das machen, was wir hier lernen, und dann haben wir praktisch eine Gewinnmaschinerie, also Geld verdienen leicht gemacht. So ist es ja eben nicht. Wir können uns nicht entspannt zurücklegen. Es ist ein harter Markt, ein hartes Geschäft. Und auch wenn der ein oder andere vom Laptop aus tradet, beispielsweise auch vom Strand, was man immer wieder hört, vom Smartphone austreten wird sicherlich nicht funktionieren, weil Sie müssen sich natürlich klar darüber sein, die Brokerage oder die Bankabteilung als solcher, die sitzen teilweise wie die Hühner in einem großen Stall, da sitzen mehrere hunderte Trader vor 6 bis 8 Bildschirmen, und die da tun nichts anderes, als den Markt zu covern. Und wenn man selbst mit einem Smartphone da rumhantiert und denkt, jetzt feuere ich mal so den Trade ab, wird natürlich nichts werden. Das ist ein Glücksspiel, und dann kann man auch eher sein Geld gleich verbrennen. Man sollte natürlich eine gewisse Systematik haben, und da braucht man nicht unbedingt 4, 5 Bildschirme für, da reicht durchaus auch ein Laptop. Man muss aber einen klaren Plan haben und eben den Weg gehen. Und das ist so ein Stück weit der Weg, den Sie auch gehen müssen, wenn Sie erfolgreich handeln wollen. Doch vorab stellen Sie sich nachfolgende Fragen. Wichtig ist nämlich, unabhängig dessen, was jeder Trader als Ziel verfolgt, und das ist natürlich was, was wir wirklich haben als Möglichkeit, das war früher in der Art nicht möglich, schon gar nicht für jedermann. Heutzutage Internetzugang, Technik, Realtime-Preise, das sind alles Umstände, die gab es vor vielen, vielen Jahren noch nicht mal. Und deswegen Freiheit und Selbstbestimmung ist natürlich so ein Stück weit eine Schablone für das Trading, weil man sich eben sagt, ich bin örtlich ungebunden, ich bin frei, ich bin selbstbestimmt, und der Markt gibt mir sofort die Fahrkarte, ob ich richtig oder falsch liege. Das heißt, ich habe die Verantwortung für all das, was ich tue. Und das muss man natürlich als Ideologie kennen und wissen, aber die Möglichkeiten, die Sie haben, müssen Sie auch kennen und wissen. Das heißt, zeitlich, was können Sie denn überhaupt handeln? Ja? Können Sie intraday den Markt beobachten? Wenn nicht, dann lassen Sie es lieber. Es bringt nichts, wenn Sie eine Stunde am Tag, Vormittag, mittags oder nachmittags Zeit haben. Und genau wenn Sie sich an den Markt setzen, in der Stunde hier zum Beispiel den 1-Minuten-Chart scalpen wollen, Scalping, Kurzfrist-Trading im Minuten- oder Tick-Chart, also schnelle Bewegung mitnehmen, dann kann das eben im Unglück enden, weil Sie dann teilweise zu Marktphasen handeln, wo der Markt Ihre Setups eben nicht abholt, nicht abspult. Und deswegen müssen Sie immer wissen, welche zeitlichen Möglichkeiten habe ich, um am Markt auch erfolgreich zu sein. Dann welche finanziellen. Lohnt sich das überhaupt, was ich da tue? Natürlich ist Börse generell ein sehr schönes Hobby, was, wenn nämlich erfolgreich angewandt, Ihnen durchaus auch Geld bringen kann. Die meisten Hobbys kosten Geld, ja, Autotuning oder Kunst, eine Kunst hat ja auch einen Wert, vielerlei Möglichkeiten. Es gibt Hobbys, die kosten verdammt viel Geld. Die Börse als Hobby zu sehen, ist natürlich etwas, wo man sagen kann, da kann am Ende auch richtig was rauskommen, wenn man es denn richtig macht. Und da muss man auch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel finanziell damit arbeite, lohnt sich der Aufwand, den ich da tätige. Es bringt sicherlich nichts, wenn Sie jeden Tag 2, 3 Stunden investieren und am Ende des Monats mit 15 Euro nach Hause gehen. Ja, das ist natürlich von der Relation, von der Life-Work-Balance, das muss man wissen, das wird einen mittelfristig nicht befriedigen und eher unglücklich machen. Deswegen finanziell sind die Voraussetzungen da, mit denen Sie dann auch anständig arbeiten können, und letztlich dann persönlich, sind Sie Trendfolger? Welches Timeframe ist das Richtige für mich? Haben Sie auch die Psyche, das durchzuhalten, weil der Mensch in seiner Natur, in seinem Naturellen, in seiner DNA ist nicht dafür gemacht, Verlierer zu vertragen, und der Markt, das ist eben dem geschuldet, wird Sie immer wieder mal in den Stop-Loss bringen, wird Sie immer mal wieder, ich will nicht sagen bestrafen, aber immer wieder auch für eine falsche Handlung sozusagen mit einem Geldentzug sozusagen berauben. Und das muss man erstmal verstehen. Und da ist der Mensch von seiner Psyche her schon sehr, sehr schwach, um dauerhaft an den Märkten erfolgreich zu sein. Und das ist eben wirklich was, das muss man auch wissen, ob das persönlich zu einem passt. Und da kommen wir jetzt zu den 3 Disziplinen des Handelserfolgs. Schwupp, da haben wir sie. Das ist wichtig für Sie, und da gehen wir im Online-Seminar auch konkret mal ein Stück weit tiefer noch drauf ein, was die 3 Disziplinen sind. Aber das sind die Disziplinen, die ich Ihnen heute mal mitnehmen will oder mitgeben will, damit Sie sich klar darüber werden. Sie müssen ein Verständnis rund um die Märkte oder den Markt haben, den Sie handeln. Ja, das heißt, Sie müssen den Markt kennen, ob das der Forex-Markt, der Rohstoffmarkt, der Aktienmarkt oder ein Optionsmarkt ist, was auch immer. Aber Sie sollten wissen, was Sie da tun. Glauben Sie mir, viele wissen es nicht. Die gehen wirklich nur rein, wollen den DAX handeln und wissen noch nicht mal, was der DAX ist beispielsweise. Das ist ein Stück weit das Dschungelerlebnis, einfach nur den Kick suchen. Das hat aber an den Märkten nichts zu tun, weil letztlich ist das dann praktisch das Futter für die Haie. Das heißt, der kommt, wird ausgenommen und der geht wieder. Das macht keinen Sinn, wenn man dauerhaft erfolgreich sein will. Das heißt, man muss die Märkte verstehen. Darüber hinaus das technische Know-how. Ja, Sie müssen natürlich mit der Broker-Plattform auch umgehen können. Sie müssen wissen, wo Sie wie agieren. Sie müssen auch wissen,
wann welche Ordermöglichkeiten, OCO oder was sie Trailing Stops, das sind so Sachen, sie müssen technisch natürlich wissen, wie sie an den Marken, an den Märkten agieren. Und ich denke mir, die IB Days geben hier viele, viele Einblicke, um sie sozusagen da ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Und wir bei JFD Brokers machen Gleiches. Auch in diesem Jahr 2016 wollen wir viel mehr noch für den Trader praktisch da sein und sozusagen auch die Ausbildung, die Education ein Stück weit vorantreiben, dass sie eben auch, unabhängig dessen, dass bei JFD die Masse der Händler erfolgreich ist, auch hier ein Stück weit auf dem Erfolgsweg gebracht werden, um eben auch zu wissen, worum geht es. Und deswegen technisches Know-how, auch eine interessante Geschichte. Wir planen ja bei JFD den Launch von einigen Plattformen. Wir haben jetzt den MetaTrader 4, wo wir im Prinzip auch MetaTrader 4 Only ganz vorn mit dabei sind, weltweit sogar schon gesehen. Der MetaTrader 4 ist aber nicht jedermanns Sache, kommt aus den 90ern und der ein oder andere mag ihn nicht. Und deswegen führen wir dieses Jahr bis zu 3 weitere Plattformen ein. Ja? Und das ist natürlich was, worauf Sie sich freuen können. Und da haben Sie dann auch natürlich die Möglichkeit, viel zu erarbeiten. Aber Sie müssen das technische Know-how des oder der Plattform natürlich kennen. Darüber hinaus haben wir hier noch das Risiko- und Trade-Management. Das ist eigentlich eins der elementarsten Dinge neben dem Setup oder der Herangehensweise. Das heißt, wir haben vorhin gesehen, Trefferquote, Chance, Risikoverhältnis. Ja? Da kommen auch solche Sachen wie Profitfaktor, Verluststrecke, Drawdown, maximaler Verlust. Eine ganze Serie an statistischen Rahmendaten, die Sie natürlich brauchen, um auch klares Risk- und Money Management und Trade Management zu betreiben. Das müssen Sie aber tun. Das heißt, Sie müssen sich immer schon klar sein, wie viel bin ich bereit zu riskieren, was kann ich gewinnen, passt das in mein System, bin ich damit erfolgreich? Das heißt, Sie müssen durchaus eine gewisse Selbstreflexion ausüben, um auch zu schauen, passt das mit meinem Risikomanagement und Trade Management? Und das führt dann im Umkehrschluss zu den mentalen Fähigkeiten. Und leider Gottes, ich sagte es ja auch schon, die menschliche Psyche ist nicht dafür gemacht, an den Märkten zu agieren, aber es heißt nicht umsonst, Erfolg entsteht im Kopf. Das heißt, man muss sich schon ein Stück weit auch natürlich trainieren, sozusagen konditionieren, und das ist mit dem Rainbow mir zum Beispiel auch ganz gut gelungen, dass man im Prinzip wirklich nur starke, intakte Trends sucht und man schult sein Gehirn auf den Rainbow, auf Trendbewegung, und wenn Sie beispielsweise mal 100 Rainbows, ich habe schon über Tausende gesehen, dann hat man ganz schnell einen Blick für einen guten Trend. Ja? Und da schult man auch die mentale Fähigkeit und hat dann auch ein Stück weit Sicherheit auf seiner Seite und fühlt sich eben auch wohl. Und es heißt eben nicht umsonst, Erfolg entsteht im Kopf, wenn Sie denn nämlich wissen, dass Sie ein System haben, was statistisch gesehen für Sie spricht und Erfolg bringt, haben Sie auch schon eine riesige Sicherheit, um an den Märkten, die ja relativ schwarze-schwanmäßig unsicher sind, man weiß nie, was passiert, aber Sie haben eine Sicherheit, da zu hantieren, da zu agieren und da auch, sage ich mal, beständig zu bleiben. Aber das sind natürlich Punkte, die muss man sich vorher klar werden und der muss man sich vorher klar werden. Und wie gesagt, der Kopf ist eben meistens das, was zwischen den Schultern liegt, was viele Trader eben am Erfolg hindert. Nicht umsonst schauen sich die Turtle Trader an, schauen sich diverse Experimente an, wo wirklich, sage ich mal, Intelligenzbestien gescheitert sind an den Finanzmärkten. Sie haben ein Handelssystem bekommen, das war oder ist nachweislich erfolgreich. Und die Damen und Herren, die nur so mit Doktortiteln um sich schmeißen, haben es nicht geschafft, damit erfolgreich zu sein. Eigentlich unmöglich, aber die Statistik beweist immer wieder, dass es nur ein kleiner Bruchteil schafft, hier wirklich dran zu bleiben. Aber ob man dabei ist oder nicht, das entscheiden nur Sie selber. Und das muss man eben auch vom Kopf her wollen und müssen. Deswegen gebe ich Ihnen nochmal neben dem, dass das die 3 Disziplinen sind, die wir eben auch im Seminar auch noch ein bisschen detaillierter besprechen, jetzt mal so ein paar praktische Hinweise einfach nochmal mit. Hier zum Handel generell, zum Rainbow Trading. Ja, erfolgreicher Handel ist ein Prozess der Zeit. Ein Ausdauersportler, sage ich immer, der fängt auch nicht an, sofort den Marathon zu laufen, sondern der geht erstmal ein paar Runden um den Block, steigert sich sukzessive, genauso ist es beim Trading. Sie werden nicht innerhalb von wenigen Wochen der Super Quantum Trader, eben auch, weil der Kopf noch gar nicht so weit ist. Sie können ein gutes System haben, Sie setzen es an, aber der Kopf ist noch nicht so weit, damit Geld zu verdienen. Ja, das heißt, das braucht Zeit. Dann ist es so, Sie müssen, wenn Sie ein Setup haben, natürlich nicht das Ruminterpretieren, sondern auch à la Michael Vogt, Setup suchen, finden, handeln. Wenn es was zu interpretieren gibt, dann ist das kein Setup, was Ihnen entspricht. Weg damit. Weniger ist mehr. Es zählt auch hier nicht, dass Sie 100 Trades am Tag abfeuern oder im Monat, je nachdem, wie Sie aufgestellt sind, sondern Qualität. Wenn Sie gute Setups haben, okay. Wenn keine da sind, handeln Sie nicht. Das ist auch eine Kunst übrigens zu sagen, es ist nichts am Markt, was ich handeln kann, ich bleibe fern. Da ist eben häufig der Aktionismus bei vielen Tradern, der dann eben sagt, na, jetzt muss ich aber ran, jetzt will ich mal handeln oder ich habe 2 Tage nichts gefunden zum Handeln, jetzt will ich ran. Und das sind die Geschichten, wo jeder Trader dann sein Konto vernichtet mittelfristig. Bleiben Sie ruhig, schauen Sie nach einem klaren Setup, was definiert wurde, und dann Angriff. Sie brauchen einen Tradingplan, auch zur
Konditionierung ihres Gehirns sozusagen. Und da sind Screenshots, Trades der ersten Wahl oder, wie es jetzt immer populärer wird, eigene Videos, ja, mit der eigenen Cam sozusagen, oder der ein oder andere macht das ja mittlerweile auch auf YouTube-Channels, ist es natürlich so, dass man da tatsächlich sich selbst reflektiert und dann tatsächlich, wenn man eben die Erfolge im Kopf abspeichert, die man dann auch wiederum am realen Markt wiederfindet. Also es ist so ein selbstdurchlaufender Prozess. Wenn Sie Screenshots machen, das war bei mir immer das Mittel der Wahl, Trade gemacht zum Einstieg, warum Screenshot? Dann das Ganze am Ende Screenshot und das nebeneinander gesetzt. Da brauchen Sie noch nicht mal 5 Seiten Trading-Protokoll schreiben. Was haben Sie erlebt? Wie haben Sie sich gefühlt? Das lesen Sie in einem halben Jahr eh nicht mehr. Aber so ein Screenshot, den schauen Sie sich an und Sie wissen sofort, worum es ging. Ideal auch, schreiben Sie da ruhig ein Stück weit was rein. Also einfach Ideen in den Chart direkt geschrieben und das bleibt wirklich hängen im Kopf und das wird Sie konditionieren in die richtige Richtung. Ausgestoppt und Verlust, das ist eben das, worum unsere Psyche ein großes Problem hat. Ein Trade ist ein Trade von Tausenden, je nachdem, welches Timeframe Sie haben, aber ein Trade ist kein Trade. Sie dürfen sich nie in einen Trade verlieben. Ja? Da kann das noch so ein schönes Setup sein. Es wird mit derselben Size agiert. Wenn Sie professioneller sind, dann haben Sie auch ein Gespür, wo Sie die Size mal ein Stück hochfahren. Wenn es ein bullisches Marktumfeld ist, wenn einfach die Systeme oder Ihre Logik sagt, oh, hier haben wir einige gute Signale, dann kann man auch mal mehr riskieren und dann hat man als professioneller Trader auch mal eine Chance, einen richtig guten Move zu erwischen. Aber ansonsten eben, wenn Sie ausgestoppt werden, das ist ein Trade von vielen. Wenn Sie zweimal, dreimal, viermal, das ist ein Trade von vielen. Der darf Sie nicht berühren und damit müssen Sie umgehen können. Dann dürfen Sie sich auch nicht in Underlyings verlieben. Ja, des Deutschen liebstes Handwerkskind. Ich sehe es auch immer bei uns, bei JFD Brokers. Der DAX, das Lieblingswährungspaar und. Keine Frage, das sind alles Titel oder Underlyings, die sich schön bewegen, die man handeln kann. Aber wenn man nach bestimmten Setups sucht, gibt es eben auch fern dieser Mainstream-Objekte noch andere Werte, die man handeln kann, die dann eben durchaus das bessere Setup bieten. Deswegen verlieben Sie sich nie in einen Wert und sagen Sie, ich handle nur stur das. Ich zum Beispiel beobachte auch, weil ich ja Forex-Händler bin, beziehungsweise Forex handle für mich, betrachte primär 15 Währungspaare, in Summe sogar 28. Aber das war es dann auch und das ist ein sehr überschaubarer Kreis. Man kann dann schon schnell die Streu vom Weizen trennen und dann bleiben unterm Strich nur 3, 4, 5, 6 übrig, die wirklich interessant sind. Ja, und das kann man durchaus intraday auch beobachten. Abschließend der finale Tipp, was nützen die besten Voraussetzungen? Da schließt sich wieder der Kreis, wenn Sie hier nicht beim richtigen Broker sind. Und da muss ich die Lanze nach wie vor brechen, aufgrund dessen, dass ich, wie gesagt, bei JFD Brokers einige Zeit schon bin und jetzt noch tiefer auch mehr und mehr eintauche und man auch sieht, was in der Branche sich noch so umtreibt, ist es einfach erschreckend. Und ich gebe Ihnen nach wie vor den Tipp, fordern Sie den Post-Trade an oder vergleichen Sie unsere Core- und Raw-Spreads, also den An- und Verkaufsspanne zwischen dem Devisenmarkt, was wir anbieten und was teilweise bei der Konkurrenz zu sehen ist. Wir haben DMA, STP, ICN-Zugang direkt zum Interbankmarkt und der Euro-US-Dollar-Spread, der bewegt sich bei uns zwischen 0,2 und 0,3 Pips, also die Pipette, die fünfte Nachkommastelle ist das. Und ja, wenn Sie Euro-US-Dollar zum Beispiel handeln mit über 1,5 Pips Spread zum Beispiel oder über 1,3 sogar schon geht's los, inklusive Commission, dann wird es schwierig. Ja, dann denke ich mir, da stimmt irgendwas mit der fairen Preissituation nicht. Deswegen schauen Sie sich das ruhig mal an. Unsere Core- und Raw-Spreads sind, wie gesagt, einzigartig, da wir auch hier eben einen Liquiditätspool von 19 Schrägstrich mit den Hedgefonds über 20 Anbieter haben. Und da können Sie sich sicher sein, dass Sie A, einen guten Preis und B, einen fairen kriegen. Und das sollten Sie sich vergewissern.